Hallihallo aus der Sicht von den kleinen Hündchen, die mittlerweile groß sind. Ja, guten Morgen, herzlich willkommen, schönen Sonntag wünsche ich euch. Dankeschön. Ja, ich konnte nur die Hälfte lesen, sorry. Ich war so auf die Hunde fixiert. Ja, bitte, lasst mir gerne einen Daumen da, wenn euch gefällt, was ich hier so vor mich hinquatsche, ne? Und springt dann aber auch unbedingt rüber zu Sandra. Wer macht denn da gerade so viel Geld, bitte? Ach so, ja, die Pflänzchen. Und schaut euch mal auf dem Kanal Minibees Sims Paradies um. Da gibt es ganz, ganz tolle Videos, Tutorials und ja, Let's Plays, Challenges und so weiter und so weiter. Sehr toll, ein Handy zum Frühstück. Damit schön vibriert und klingelt im Magen, ne? Vielleicht stimuliert das so die Verdauung besser irgendwie. Ja, keine Ahnung. Es geht auf die Reise mit den Hundis, wie es scheint, oder? Tofu, da ist Tofu. Und dieser, oh, oben der Hundi war aber auch süß. Na hallo, wer sind denn Sie? Lustig, grob, was? Was denn jetzt? Freundlich? War es freundlich? Oh Mann, ich war abgelenkt von diesem XHD, bla bla bla. Ein Büro. Sieht auf jeden Fall so aus, ne? Die Interessenten werden sich bei Ihnen melden. Oh cool. Bla 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 bla. Okay, ja, ich freue mich schon drauf. Ah, sie sind ganz nett, aber ich kenne sie nur so über ein Bildschirm, nicht persönlich, aber ich mag sie schon sehr gerne und sie sind einfach super. Okay, warte, ich suche mal schnell. Vielleicht haben sie ein Profil bei Facebook oder Instagram. Na, Moment, nee, ich finde so direkt nichts. Ja, okay, aber wenn du sagst, die Pflege kostet sie aber 500 Simoleons. Okay. Oh, ernsthaft? Na gut. Chrissy hat jetzt 500 Simoleons bezahlt. Ja, okay. Bin ich mal gespannt. Danke, ich werde mich gut um die Abwicklung kümmern. Oh Mann, wie cool. Ich weiß auch, wo es hingeht. Wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr unbedingt rüber hüpfen auf den Kanal Minimi Sims Paradies. Die liebe Sandra nimmt euch mit und zeigt euch, wo es hingeht. Wer ist denn das jetzt? Die Martha oder die Minka? Oh, ich schwöre es, die sehen sich so ähnlich. Ja, noch ein Abschiedsküsschen. Was? Okay, er spielt jetzt gerade Minka und Martha. Wuff, habt ihr gesehen? So ein toller Name. Und Chrissy sieht ja mal super aus in dieser Latzhose. Ach ja, schön. Ich finde sie so, so, so schön. Was ist los jetzt hier? Die Glocke lässt euch keine Folge mehr verpassen. Ganz genau. Okay, hier haben wir Zwinger und da laufen die beiden Hundis rein. Okay. Ja. Oh Mann, das macht mich gerade ein bisschen traurig. Gute Nacht und Tür ist zu. Ah, aber du füllst noch was zu fressen auf. Das ist sehr, sehr lieb, Chrissy. Aber ich kann es verstehen, ne? Sie sind noch jung und sie rackern sich echt hier den Arsch auf, um Geld zu verdienen. Das sind drei große Hunde, echt Geldfresser. Das muss man sich bewusst sein, wenn man ein Tier nimmt, ne? Ein Tier braucht Zeit, ein Tier braucht viel Futter, Tierarztkosten und so weiter und so weiter. Und da finde ich es sehr, sehr vernünftig. Macht's gut, ihr Kleinen. Ihr seid in guten Händen bei Moni und Tina. Ganz genau. Und da finde ich es vernünftig, wenn man so eine Entscheidung trifft. Wenn kleine Welpen unterwegs sind, dass man sie nicht alle behält. Auch wenn sie super, super süß sind und super knuffig. Aber sie werden halt groß. Und mit dem Alter sind halt auch Zeit und Kosten verbunden, ne? Hier schön wir. Was? Hier schönen wir? Nein, jetzt genießen wir hier die Aussicht. Und oh, schaut das Licht oben. Ich finde es so schön gemacht. Ich glaube, das ist, weil diese Stadt total, wie sagt man das? Grün ist, so. Oh, Chrissy scheint aber auch traurig zu sein, die gute Maus. Oder müde? Keine Lust? Unschlüssig? Vielleicht bereut sie ihre Entscheidung? Man weiß es nicht. Was ist los, meine Chrissy? Ach komm, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Da ist der Arman. Oh Gott, nein.
Doch, Arman, Ellen ist ihr Freund. Arman war dieser gewisse Herr, der nichts von ihr wissen wollte. Wo geht's denn jetzt hin? Sehr schön. Also mir gefällt dieser Weg hier. Chrissy hinterher. Ich finde, der Flur sieht super schön aus. Oh nein. Oh Manu, jetzt geht sie eine Runde weinen. Das tut mir echt leid. Die neuen Besitzer schicken dir bestimmt immer ganz, ganz viele Fotos, was sie so. Sie warten nun auf euch und ich wünsche euch alles Gute mit ihnen. Bitte habt sie noch mehr lieb, als ich sie lieb habe. Ja, na klar. Die Minka ist auf jeden Fall zu Tina hinübergewandert. Und die Martha, die könnt ihr vielleicht. Ich möchte nicht zu viel spoilern. Aber schaut bei Sandra vorbei. Und lasst ihren Daumen da, ein Abo. Sie würde sich sehr, sehr, sehr freuen. Und ganz besonders auch über liebe Kommentare. Ja, das ist immer schön, wenn man da einen netten Kommentar liest. Es muss nicht viel sein. Es muss kein ganzer Roman sein. Ein lieber Satz, der reicht auch schon. Und man weiß, dass man das Richtige getan hat. Genau. So, ist der Ellen auch traurig? Oh, warum? Warum sind die jetzt so, sind die echt so, so traurig, weil die Hunde weg sind? Das tut mir echt leid. Aber ich schwöre es, es war das Richtige. Die harte Arbeit von Chrissy hat sich ausgezahlt. Qualität ihrer Pflanze, Kokosnussbaum, Qualität ausgezeichnet. Okidoki, Belohnungstor, was kommt denn jetzt? Kein Schweiß, nein. Schlafersatz, echt? Jetzt sofort? Gilt das dann für einmal oder ist das für immer? Das weiß ich gerade nicht. Ich nutze diese Dinger ja ganz, ganz selten. Ich bin ja erst durch die Sims-YouTuber-Community mit Herz auf all diese Belohnungsdinger aus dem Store gekommen. Vorher habe ich das irgendwie immer ignoriert, vergessen, was auch immer. Oh, scheinbar ist sie doch noch müde. Hä? Wie jetzt? Ich dachte jetzt. Ah, da ist er doch. Los! Kipp ihn runter. Und? Vielleicht bräuchtest du auch irgendwie Wasserersatz oder so. Ja, also ich kann nur sagen, ne? Sonst war es ja immer die Mercia, die sich so eine grüne Wolke hinter sich hergezogen hat. Also, ja, das ist so ganz nicht mehr der Fall, obwohl. Na, nee, ich sag nix. Die Luna ist auch wieder da, aber die Rothaarige, ich weiß den Namen von der Rothaarigen nicht. Von Kicksuche schwärmen? Hä? Okay, also manche Mods haben echt coole Dinger dabei. Na los, was denn los? Hallo, hallo, wir gehen rein, ja. Wieder Belohnungstor. Was nimmst du dir denn jetzt? Geldbaum. Wirklich? Braucht niemand? Nein. Erinnerungstrank, Erneuerungstrank. Selten müde. Oh, selten müde, okay. Möchtest du noch mehr Geld scheffeln? Sie hatte aber auch echt viele Punkte, muss ich sagen. Sorglos, okay. Und tschüss, ihr schönen Pünktchen. Ich hoffe, ihr geht's dann jetzt besser. Ja. Abonnieren, bitte. Und liken, wir würden uns wirklich sehr, sehr darüber freuen. Und jetzt scheint irgendwie eine Party vor der Haustür abzulaufen. Und sie verneigt sich respektvoll. Ihr, oh, es tauchen immer mehr Menschen auf. Das ist dieser, oh, der Blanche Blue, schön. Hi. Er ist der Inspekteur, wird zu gucken, ob du alles genau so ist, wie es sein soll. Und zwar, keine Ahnung was. Stand bestimmt oben in der Ecke und ich hab's vergessen. Ich glaube, ich dachte, du hättest so ein Anti-Angespannt-Dings gehabt, sorglos. Und warum ist Chrissy dann schon wieder angespannt? Oh, es bricht mir das Herz. Eine traurige Kritzelei und Hunde daneben. Oh no. Bin ich traurig jetzt? Und Ellen, oh Mann, es tut mir so leid. Sie tun mir echt leid, die zwei Süßen, muss ich sagen. Ach ja, das hilft auch, wenn man traurig ist. Dann geht's einem besser. Und hier ist die Shirley, ist auch da. Sag mal, flirtest du mit Arman? Er sieht nicht unbedingt glücklich und zufrieden aus, muss ich sagen.
Sie erzählt ihm irgendeine Geschichte und er denkt so, was? Nein, nicht dein Ernst. Sie, doch, klar. Musst du mal versuchen. Okay. Und jetzt gucken wir der Gießkanne zu. Chrissy hat Hunger. Okay. Sie ist sehr angespannt. Warum eigentlich? Wegen Handy irgendwas? Extremer Technikentzug. Ach so, weil Technikfreak. Okay. Na dann, hau rein, Chrissy. Oh Gott, die vielen Bilder. Komm, Moni gibt so eine Mühe und macht es toll. Sie freut sich sicher über eure Kommentare. Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen und danke, Sandra. Dasselbe gilt natürlich für dich. Ich kann das nur zurückgeben. Es macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß, diese Challenge, die wir uns beiden hier gegeben haben. Oh, schöner Hintern, hallo. Und ja, ich hoffe, wir werden das noch ganz lange zusammen machen. Ja, denn ich lieb's. Ich lieb's einfach. Es macht so Spaß, irgendwas aufzunehmen und im Schnitt dann mal zusammenzubasteln. Och, schöne Bilder. So schöne Erinnerungsbilder. Also diese Folge ist eine bisschen traurige Folge. Es tut mir leid. Aber so ist es halt, ne? Wenn man Tiere weggibt, die man liebt und hofft, dass sie dann in gute Hände kommen, ne? Ja, und jetzt habe ich einfach von irgendwas zu was anderem gewechselt und ja, das passiert ganz oft bei mir. So bin ich auch im realen Leben. Ich komme immer von einem auf den anderen und die Leute müssen wir dann einfach folgen, weil sonst, ja, versteht man einfach nichts mehr. So, der Hinterhof wird eingerichtet. Sehr schön. Ich habe ja nicht mal Geld für mir irgendwas zu kaufen und hier wird voll dekoriert und so. Gefällt mir aber. Der Tisch finde ich, also den Tisch finde ich sehr, sehr schön. Oh, was war das für eine tolle Badewanne? Oh, Sandra, du findest immer so geiles CC-Zeug. Und hier geht es mal schnell durchlaufen. Staubsaugen, Haushalt. Ja, der lästige Haushalt, ne? Meilenstein erreicht. Was denn? Proaktives Putzen? Was ist denn proaktive, makellose Perfektion? Ein Handstandstaubsauger. Wollmäuse, Schmutzteufel. Fünfmal Unordnung. Schmutzhaufen mit dem Staubsauger zerstören. Okay, zwei Upgrades bei einem Staubsauger durchführen. Oh Mann, ich kann nicht mehr reden. Okay, ist das was? Ist das ein voll neue Dings oder was? Dankeschön. Ja, und ich weiß, dass du es auch super machen wirst. Und dieses Projekt, ich hoffe, es wird niemals enden. Wenn es euch irgendwann mal langweilen sollte, es tut uns leid, aber uns macht es Spaß. Wir müssen das einfach machen. Naja, ich verabschiede mich und sage Tschüss und Ciao, ciao. Danke, dass ihr zugeschaut habt an einem Sonntagmorgen. Danke für eure Zeit und bitte, bitte hüpft noch rüber zum Kanal Minimis Sims Paradies zu der lieben Sandra. Ja, die kommentiert dort meine Folge, die ich geschnitten habe und wünsche euch ganz viel Spaß. Tschüss. Ranjeep's love lore is Neva boy, David Fleeple, Sark, Maeve Pukenoi. Ranjeep's love lore, Zeb Favusin, is Neva boy.